Was geht ab, meine Freunde, und willkommen zum neuen Update-Breakdown-Video. Erstmal wieder Dienstagmorgen, das heißt, das Update und die Update-Notes sind draußen und wir schauen uns mal an, was alles so gedroppt ist. Zunächst mal Info in eigener Sache. Heute ab 19 Uhr sind wir wieder live auf Twitch am Start. ChrisMaticX2, checkt's gerne aus. Wäre nice, wenn der ein oder andere vorbeischauen würde. Also, wie gesagt, 19 Uhr, seid gerne dabei. So, was bekommen wir alles? Zunächst einmal einen neuen Helden, nämlich Adventurer Barn. Das ist der Blue Nun Chaco Barn und ich kann's kurz auf den Punkt bringen, Leute. Das ist ein easy Skip. Schauen wir uns den mal auf der Database an. Increased Defense bei 50% of all enemy defense. Eigentlich eine nice Passive, Rest ist allerdings wack. Single Target, Cancel Stances ab Stufe 2. Dann zweiter Skill, Single Target, Defense Related Stats Decrease bei 20, 30, 40%. Und seine Ult kennen wir auch, entzieht 50% Attack und Defense Stats. Oder Attack und Defense, so rum, vom Single Target und gibt sie sich selber. Was er allerdings auch nötig hat, denn mit 480 Attack und 270 Defense ist das wirklich low und überschaubar. Das einzig Gute hier vielleicht sein Crit Damage und seine Recovery Rate. Allerdings, Leute, auf dem Papier nicht wirklich strong. Manche sagen, dass er eventuell gut ist mit dem Crit-Team, mit dem Levi zusammen, da er Crit Resistance, Crit Defense decreased. Allerdings gibt es auch andere Chars, die das tun, Leute. Und ich sehe ihn nirgends anders, außer vielleicht beim Red Demon. Und deswegen ein Easy Skip. Und ein Easy Skip Banner tut uns, denke ich mal, ganz gut. Oder so eine Skip-Woche. Wäre da nicht noch das zweite Banner, was gedroppt ist, nämlich das 7 Deadly Sins Special Draw Event Banner. Und dieses hat es wirklich in sich. Denn es hat einen wirklich krassen Pool, Leute, mit unter anderem Coinshop-Units, wie ein Red Gopher, ein Green Merlin und ein Blue King hinzukommen. Demon Meliodas, Green Escanor und Red Merlin, die auch sehr, sehr strong sind. Und vier Chars, die auch ihren eigenen und sehr guten Nutzen haben mit Red Demon Meliodas, Blue Diane, Green Barn und Green King. Allerdings diese vier im Vergleich zu den anderen sechs deutlich underperform. So, was kommt hinzu? Wir haben eine 7% SSR Drop Rate, Leute. Und das ist wirklich krass. Kennen wir schon aus der Vergangenheit. Allerdings hatten wir bis dahin immer nur sehr, sehr schlechte Pools. Hier ist das mit einem sehr, sehr guten Pool gepaart. Und deswegen ist dieses Banner sehr, sehr strong. Vor allem können wir da nur 10 Mal pullen, was dann halt Anti-Whale-Mechanik ist. Kappa. Nein, also könnt ihr maximal 300 Diamonds investieren. Und ja, würde ich das jetzt machen. An sich ist dieses Banner vom Return of Investment, das was ihr investiert und das was ihr zurückbekommt, sehr, sehr gut. Natürlich gibt es die einen oder anderen, die wieder viel Pech haben und die anderen, die wieder viel Glück haben. Schreibt es gerne in die Kommentare, wo ihr euch immer einschätzt, wo ihr seid. Bei mir ist es immer 50-50, kommt aufs Banner drauf an. Auf jeden Fall bekommt ihr hier sehr viele Dupe Coins und sehr viele gute Chars, Leute. Ich sag mal, Red Gopher, Green Merlin und Blue King, die werden in jeder Meta gespielt und die will man mit der Zeit auch auf 6-6 haben. Allerdings, wenn man jetzt nicht hart auf PvP gefokust ist und unbedingt jetzt, um competitive zu sein, die alle auf 6-6 haben muss, kann man die auch mit der Zeit über einen Coinshop holen, Leute. So, Red Merlin, auch sehr, sehr strong. Green Escanor und Blue Demon Meliodas, die will man natürlich auch upgraden, Leute. Allerdings würde ich hier in Anbetracht dessen, was noch kommt, sehr, sehr stark überlegen, ob das notwendig ist. Ihr könnt, zumal das auch nur 2 Wochen geht, das Banner, oder halt ganze 2 Wochen geht, so formuliert, und ihr 2-mal PvP-Rewards bekommt, könnt ihr hier auch den einen oder anderen Pull mehr machen. Also macht definitiv 1-2 Pulls, schaut wie es läuft und macht gerne 2-3 Pulls mehr, je nachdem, wie es bei euch läuft. Oder ob ihr wirklich die Dupe Coins braucht, um die jetzt krass hoch zu pushen. An sich lohnt es sich, weil ihr viel daraus bekommt. Allerdings müsst ihr es nicht forcieren, weil die Coin-Champions bekommt ihr mit der Zeit. So ein Green Escanor und ein Demon Meliodas sind auch häufiger in Pools vorhanden. Natürlich macht es diese 7% SSR Drop Rate sehr, sehr schmackhaft bei dem Ganzen. So, ihr müsst allerdings halt im Hinterkopf behalten, dass in der Zukunft oder in der nahen Zukunft ein Esther Rosa kommt, der allerdings, okay, der ist eine Coinshop-Unit, deswegen könntet ihr theoretisch die Coinshops, die ihr hier bekommt, dann für ihn benutzen und skippt dann sein Banner, was ich eh empfehlen würde. Oder ihr geht dann noch auf Derry Airy, die eine PvE-Göttin ist, die definitiv auch noch kommen wird in den nächsten paar Wochen. Das ist so das Banner, wo ich sagen würde, da könnte ich mich am ehesten sehen, dass ich da pull. Und das Ganze wird natürlich überschattet von Lost Vein Meliodas. Lost Vein Meliodas war eigentlich die Devise, dass man jetzt bis dahin spart. Natürlich ist das Banner jetzt gekommen, was sehr, sehr verlockend ist und auch sehr, sehr gut ist. Deswegen kann man da auch gut und gerne, ohne schlechtes Gewissen zu haben, auch pullen ein paar. Allerdings, Leute, Lost Vein Meliodas wird vor aller Voraussicht nach zum Halbjahres-Anniversary Anfang Mitte September kommen. Und bis dahin sollte man eigentlich möglichst viele Diamonds zusammenkratzen, wenn nicht sogar seine 900, damit man ihn garantiert bekommt. Behaltet das im Hinterkopf. Vor allem wird in diesem Banner wahrscheinlich auch
ein Blue Demon Meliodas, ein Green Escanor sein, weil das Banner wird einfach einen krassen Pool haben, weil es halt so ein krasses Hype- und Featured-Event-Banner ist. So, also, überlegt wirklich, wie viele Diamonds habt ihr ready, wie viele Diamonds werdet ihr zu Lost Vein Meliodas haben, braucht ihr diese Chars jetzt unbedingt auf 6-6 oder braucht ihr unbedingt jetzt Dupe Coins für den Coinshop, das sind so diese Faktoren, die ihr beachten müsst. Allerdings braucht ihr kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ihr hier ein paar Pulls gemacht habt, weil es ist sehr gut. So, was haben wir bekommen, außer diesen nicen Banner? Giant Hawk Event. Giant Hawk, ja, nicer Boss, witzige Sache, auch easy zu machen. Könnt ihr dreimal am Tag machen, wenn ihr das gemacht habt. Die eine Woche lang bekommt ihr diese Rewards, unter anderem auch Cosmetics für die AOT-Units, Anvils und Tickets am letzten Tag. So sieht das Ganze aus. Klickt drauf, macht ihn auf drei verschiedene Schwierigkeitsgraden. Was solltet ihr beachten? Versucht ihn die ersten zwei Runden nicht anzugreifen, weil dann bekommt ihr zweimal einen 150% Attack Boost. Außerdem kassiert ihr, glaube ich, 600% zusätzlichen Damage durch Ults und durch AOT-Units auch nochmal zusätzlichen Damage. Das heißt, nehmt AOT-Units mit, greift ihn zwei Runden lang nicht an, haut eure Ult raus und ihr macht da aber Millionen an Damage, die er allerdings auch braucht, da er einige an Millionen HP auch hat. So. Des Weiteren bekommen wir ein Salvage Raid Up Event. Deswegen, Leute, habe ich euch häufig gesagt, spart euer SSR-Equipment, was ihr halt irgendwie droppt und nicht benutzt oder nicht braucht. Macht es auf plus 5 und ballert das dann in dieses Event rein. Bei Diane im Wirtshaus, Leute, euer SSR-Equipment, was ihr nicht braucht, plus 5 machen und reinhauen. Bekommt ihr massenweise Awakening Stones, Stufe 4 und Stufe 5 am besten auch noch raus. Das ist wirklich gut und sehr, sehr worth. Growth Event bekommen wir SSR-Pendants und Materials vom Red und Grey Demon. Definitiv machen, habt ihr auch 2 Wochen Zeit. Barnes, Slater und Twigo bekommen ihr UR-Equipment. Okay, Chars, an die ich nie gedacht habe im Zusammenhang mit UR. Also wahrscheinlich kein Gedanken dran. Neue Bundles. Ja, schauen wir uns die einfach pro forma halber mal an. Keine Bundles, die ich wirklich empfehlen würde zu kaufen, weil das könnt ihr alles farmen, Leute. Easy Skip. Außer für solche richtig worthen Diamond Bundles würde ich nie irgendwie Geld ausgeben. So, des Weiteren bekommen wir, und das ist wirklich ein nice Feature, Leute, wir bekommen Rules im Elite-PvP, Leute. Das kennt man eventuell der ein oder andere aus JP. Wir bekommen es jetzt. Ab dem 3.8. geht's los, die erste Season. Das heißt, wir bekommen eine Season-Rule. Hier seht ihr sie, die obere. Apply, also Increased HP-Related Stats um 10%, wenn ein Verbündeter stirbt, für die Verbleibenden. Die haben wir permanent über diese 3 Wochen. Und dann bekommen wir pro Woche immer einen unterschiedlichen Buff. Im ersten ist es, wenn ihr mit einem Red-Type, einem Green-Type angreift, also ein Advantage habt, 30% mehr Damage. Greift ihr im Nachteil an, das heißt mit einem Red ein Blue, macht ihr 40% weniger Damage. Das heißt, so ein Red, ein Mono-Red-Team hat einfach gar keine Chance mehr gegen ein Blue Demon Meliodas-Team. Und Blue Demon Meliodas hat keine Chance mehr gegen ein Valenti-Team, das wiederum überhaupt keine Chance mehr hat gegen ein Red-Mono-Team. Also seht ihr, ist das wieder alles so eine taktische Komponente. Falls ihr das eine oder andere Team nicht habt, ist das immer so eine Sache, wie ihr dann performt in der Zeit. An sich macht es das Ganze interessanter und ein bisschen abwechslungsreicher, allerdings auch für den einen oder anderen sehr, sehr viel nerviger. Zweite Woche. Den Damage, den man bekommt, wenn ihr in der Stance seid, wird um 50% decreased. Und in der dritten Woche erhöht den Damage, den ihr mit Single-Target-Attacks macht, um 50%. Ich sag nur, Red Escanor, mashallah, der bläst alles weg. So, also, seht ihr, was auf euch zukommt im Elite-PvP? Ob ihr es schafft oder macht oder euch aufregen wollt, ist euch überlassen, Leute. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Feature, was wir jetzt bekommen haben. Enden-Events und Bundles, okay, skippen wir mal. Und die Bugfixes, gehen wir nur kurz drauf ein. Die White Wave Cheering Cosmetics werden wieder angezeigt, die waren nicht drin. Ja, Diane hatte einen kleinen Visual-Bug, wo ihr Kopf, glaube ich, nicht angezeigt wurde. Und die anderen habe ich nicht so wirklich mitbekommen, muss ich ehrlich gestehen. Super Awakening wurde angezeigt, dass es bereits machbar ist, Leute. Super Awakening, perspektivisch nur kurz zur Erklärung am Rande. Super Awakening ist eine Methode, sich übers Awakening hinaus zu entwickeln, das heißt mehr als diese 6 Sterne. Dafür braucht ihr für die Bedingungen Leute auf 4-6 von der Ult her. Deswegen vielleicht auch das als kleinen Anhaltspunkt jetzt nochmal für das aktuelle Banner, ob ihr da die Leute auf 4-6 ballern wollt oder nicht. Und ihr braucht für Super Awakening braucht ihr Coins. Das heißt, ihr upgradet die Leute über SR und SSR Coins. Deswegen würde ich an dieser Stelle auch empfehlen, spart ab jetzt eure SR Coins für Super Awakening, weil da braucht ihr sehr, sehr viele für essentielle Leute. Weil Super Awakening bringt wirklich megamäßig viel. So, des Weiteren, okay, den kenne ich nicht.
Und Top 100 hatte ich nichts mit zu tun. Ja, das war's an dieser Stelle, Leute. Was fehlt uns noch? Natürlich die Event-Schedule. Es ist mal wieder Stamina-Decrease-Woche. Das heißt, ab heute Boss-Battles, halbe Stamina-Decrease. Ab 1.8. solltet ihr dann Fort Zolgris, ab 30.7. Free-Stages, euer SSR-Equipment, was ihr mit dem Diane-Event kombinieren könnt, solltet ihr SSR-Equipment, so viel es geht, farmen und ab 1.8. wieder Fort Zolgris oder euer Geld zusammenballern. So, das war's an dieser Stelle von mir, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ein oder andere, wie gesagt, heute ab 19 Uhr live auf Twitch vorbeischaut. Wäre mega cool. Ansonsten, wenn euch mein Content gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, Leute. Würde mich megamäßig freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und see you next time.